Herzlich willkommen zu einem kleinen angezockt Let's Test. Ich nenne es mal Let's Test Beholder. Aber nicht das Hauptspiel Beholder, sondern der DLC Schlaf der Glückseligkeit. Wir sehen das hier auch, den kleinen Mann. Beholder, das Hauptspiel, habe ich schon gespielt und zwar am Stream. Und diese Streamaufzeichnung findet ihr dann unter Livestreamaufzeichnung, also unter der Playlist. Da könnt ihr das dann nachgucken, denn ich werde hier, ich habe schon so 2-3 Minütchen angezockt, ich werde sehr viel Beziehung, sehr viel interpretieren, wie nennen wir das denn noch, aus dem Hauptspiel. Also ich werde mich drauf beziehen, das war das Wort, was ich gesucht habe. Ja, denn ihr habt das Hauptspiel schon gespielt und es ist lediglich ein DLC. Deswegen kann ich nicht hier spoilerfrei durchgehen. Also wenn ihr das noch nicht gesehen habt, guckt euch die Streamaufzeichnung an oder guckt bei anderen Leuten das Let's Play dazu. Denn ich will es hier lediglich nochmal antesten und gucken, was so der DLC so alles bietet. Ich hoffe, eine bessere Übersetzung. Das war im Hauptspiel echt grausam. Ja, Spiel fortsetzen. Ich hatte es schon mal ein bisschen getestet. Und ich würde jetzt einfach loslegen mit einem neuen Spiel. Muss ich noch was sagen? Ach so, der DLC kam knapp ein Jahr später raus als das Hauptspiel. Also 2017 kam der DLC raus, bin ich der Meinung. Und ist immer noch vom gleichen Entwickler von Warmlamp Games und vom gleichen Publisher Elleware Premium. Also die Fakten sind gleich geblieben. Sind dann auch alle in der Videobeschreibung. Also ich hau euch die Videobeschreibung von Beholder rein, denn das ist das Hauptgrundspiel und das ist hier nur eine kleine Nebenquest, wollte ich schon fast sagen. Ich bin gespannt, wie groß es ist. Ich werde es jetzt, sagen wir mal, so ein paar Minütchen anzocken. Nein, ich werde es ein bisschen anzocken. Es wird keine 20-Minuten-Folge, das wollte ich damit sagen. Denn das finde ich bei angezockt doof, weil ich nehme meist nur eine Folge auf, manchmal noch zwei oder drei, aber nicht mehr, deswegen legen wir jetzt einfach endlich mal los. Ich höre mal auf mit dem Sabbeln, das ist echt schrecklich mit mir heute. So, wir spielen im Training. Ich finde das Spiel super schwierig. Also ich fand das Hauptspiel schon super schwierig und ich habe es im Training, im Stream, das allererste Mal durchgespielt. Ich habe es davor schon ein bisschen gespielt gehabt, aber nie zu Ende gebracht bekommen. Das nennen wir es mal so. Und ich habe es im Stream das allererste Mal, glaube ich, mit ein oder zwei Toten durchgebracht. Deswegen nehmen wir im Training. Das Ministerium für Fürsorge kündigt eine Lösung für die Altersversorgung unserer Senioren an. Warum sollten wir jenen eine Rente zahlen, die nicht mehr für unser großartiges Mutterland arbeiten? Wir sind stolz auf die Eröffnung unseres innovativen internationalen Euthanasiezentrums. Alle Bürger, die 85 Jahre oder älter sind, müssen sich im Zentrum melden und in den Schlaf der Glückseligkeit begeben. Zeigen Sie Verantwortungsbewusstsein, Kamerad. Sie haben Ihr Leben gelebt. Anderen auch. Das Ministerium für Ordnung möchte die Bürger daran erinnern, dass jeder gerichtet werden muss, der seinen bürgerlichen Pflichten nicht nachkommt. Herzlichen Glückwunsch zum 85. Geburtstag im Ministerium für Glückwünsche. Beholder, Schlaf der Glückseligkeit. Ja, es geht los. Wir haben im Intro gesehen. Oh Gott, ich muss gleich unbedingt auf Pause drücken, bevor es losgeht. Huch. Jetzt spinnt das Spiel. Okay. Genau, das Telefon will nämlich schon klingeln. Wir haben im Intro gesehen, alle, die 85 sind oder älter, müssen sich in den Schlaf der Glückseligkeit begeben. Ein neuer Streich der Regierung. Mensch, wir gewinnen sie richtig, wir schließen sie richtig ins Herz. Nee. Die haben sich jetzt was Neues ausgedacht. Alle, die dafür nicht mehr arbeiten, bekommen keine Rente. Für das Land nicht mehr arbeiten, für den Staat nicht mehr arbeiten, bekommen keine Rente. Und müssen sich in den Schlaf der Glückseligkeit begeben. Was das genau ist, wissen wir leider ja noch nicht. Ich schätze mal, wir werden eingeschläfert. Ja. Ein bisschen krass die Maßnahme, ne? Denn sie arbeiten ja nicht mehr für unser Land. Haben
in dem Staat, glaube ich, 85 Jahre lang für den Staat gearbeitet und dann kriegen sie noch nicht mehr Rente. Ich hoffe, das passiert nicht mit Deutschland. Wobei die Tendenz gerade so aussieht, ne? Egal, wir reden nicht über politische Sachen hier in meinen Let's Plays. Ich wollte es nur angerissen haben. So, wir gehen jetzt ans Telefon. Okay. Höre abnehmen. Notruf Ministerium. Sehr geehrter Hector Medina, herzlichen Glückwunsch zum 85. Geburtstag. 85 Jahre ist ein stolzes Alter, dem Ehre und Respekt gebührt. Deswegen wollt ihr uns einschläfern. So, Sie haben Ihrem großen Land gut gedient und jetzt ist es an der Zeit, dass Ihr Land Ihnen dient. Seid ihr euch denn so sicher? Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Sie müssen in 14 Tagen zum Euthanasie-Zentrum kommen, um sich dem Schlaf der Glückseligkeit zu unterziehen. Das klingt so gemein. Bitte regeln Sie in der Zwischenzeit all Ihre Angelegenheiten. Wie bitte? Ich bin noch nicht 85. Hier liegt ein Fehler vor. Es gibt keinen Fehler. Die Dokumente sind unterschrieben und der Anmeldungsschein für das Euthanasie-Zentrum wurde bereits ausgestellt. Die Anordnung, Sie von Ihrem aktuellen Arbeitsplatz auf die Warteliste für den Schlaf der Glückseligkeit zu transferieren, tritt heute in Kraft. Vielen Dank für Ihre Dienste. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Warten Sie! Das ist unmöglich. In Wahrheit bin ich... aufgelegt. Die Leitung ist tot. Ja, geht schon mal gut los. Wir werden eines falschen Alters angenommen und sollen jetzt uns in den Schlaf der Glückseligkeit begeben. Der Grund, warum ich immer pausiere, ist, für die Leute, die Beholder doch nicht kennen und das jetzt angucken, die Zeit läuft immer ab und die läuft sehr schnell ab. Und wenn ich was erkläre oder sage, dann ist es immer doof, wenn ich nur doof rumstehe. Ja, wenn wir diesen kleinen Männchen mal hier sehen, ist der das, der im Intro vom Hauptspiel zu sehen war. Also spielen wir quasi jetzt die Vorgeschichte von Beholder, was mich sehr freut. Was ist denn verboten? Das Verstecken von Personen, die 85 oder älter sind, ist verboten. Ja, jetzt geht's hier los. Es ist illegal, roten Kaviar zu lagern. Und wir haben eine Aufgabe. Ich muss kurz einem Auge kratzen. So. Sie warten im Euthanasie-Zentrum auf mich. Ist das mein Ende oder kann ich noch einen Ausweg finden, um mein Leben retten? Ich hoffe, wir finden noch einen Ausweg. Ich will nicht sterben. Nee, ich kann das gut verstehen, Hector. Guck mal, wir haben eine kleine Miezekatze. Katze Normskis. Katze streicheln. Komm her, Kätzchen. Auch ich hatte einen harten Tag. Oh, wie süß. Huch, jetzt habe ich es weggeklickt. Ich muss schon wieder ans Telefon. Steht hier nicht still, ne? Nein! Höre abnehmen. Anschluss des Ministeriums für Informationen. Als Teil des Programms für genetische Reinheit müssen Sie DNS-Proben aller Mieter Ihres Hauses sammeln. Inspizieren Sie jedes Apartment und finden Sie passende genetische Materialien, Haare, Speichel, Blut, Hautschuppen. In ein paar Tagen kommt ein Kurier und holt alles ab, was sie gefunden haben. Was ist das für ein Programm für genetische Reinheit? Das Ministerium hat das Programm für genetische Reinheit vor einer Woche autorisiert. Der Zweck dieses Programms ist, jene Bürger zu identifizieren, die anfällig für Verrat des Mutterlands auf genetischer Ebene sind. Ist natürlich auch genetisch vererbbar, Verräter zu sein. Ne? Wisst ihr Bescheid? Fortfahren. Gut, neue Aufgabe. Ich muss schon wieder anhalten, weil jetzt rast die Zeit wirklich. Ich habe es ein bisschen angespielt, das habe ich ja schon gesagt. Also, von den Shimmers, die leben hier. Die Ranex leben hier auch, die kennen wir auch noch. Die Manischeks, die haben jetzt aber Zuwachs bekommen. Und zwar, Jakob hat eine Frau und wir haben noch ein paar Kinder. Also, Klaus und Maria haben ein Kind und Luisa und Georg haben ein Kind. Luisa und Jakob haben ein Kind. Da haben wir noch Georges de la Tour, ein Künstler. So, von wem brauchen wir? Von Klaus, Maria, Rosa, Marc, Jakob. Holla die Waldfee. Okay. Wird jetzt stressig. Besonders, weil die Leute irgendwie dauernd in ihrem Apartment sind. Dann gehen wir kurz mal hier hin. So schnell kann man gar nicht durchsuchen. Das ist der Kurier. Okay,
Schlachter Glückseligkeit. Gestern Nachmittag wurde die große Eröffnungsfeier für das Nationale Euthanasiezentrum abgehalten. Der Vorsitzende Minister des Ministeriums für Fürsorge, André Borland, hielt eine patriotische Rede über die Pflichten der Bürger dieses großen Landes. Henry Orlowski, na, der erste Besucher des Zentrums. Wir gratulieren und ehren diesen Mitarbeiter der Post und wünschen ihm ewigen Frieden. Ewiger Frieden klingt nach Tod. Ab heute ist die Pflicht eines jeden Bürgers, sich innerhalb von 2 Wochen nach Erreichen des 85. Lebensjahres im Schlaf der Glückseligkeit zu unterziehen. Dem Schlaf der Glückseligkeit zu unterziehen. Hierbei handelt es sich nicht um eine Strafe, sondern um eine Belohnung für wahre Patrioten und ihr Lebenswerk im Dienste des Staates. Das Euthanasiezentrum steht der Öffentlichkeit für Touren von 18 bis 19 Uhr zur Verfügung. Was sagt die Stimme der Wahrheit? Dieser Tag markiert den Anfang des Endes unseres Landes. Wie sieht das Leben eines normalen Bürgers aus? Er arbeitet von früh bis spät, um seine Familie zu versorgen. Er schleppt sich nach seiner langen, mühsamen Schicht durch die dreckigen Straßen und träumt von dem Tag, an dem er in die Rente geht und die anstrengende Arbeit mit wohlverdienter Ruhe und Entspannung ersetzen kann. Unsere Bürger sind es leid, keine Stärke im Kampf des alltäglichen Lebens zu besitzen. Schon seit der Schule sind sie erschöpft, wo sie gezwungen werden, Ausgabe nach Ausgabe bedeutungsloser Memoiren zu lesen, die von unserem sogenannten großen Anführer geschrieben wurde. Unsere Bürger wird auch noch die letzte Hoffnung genommen, ein friedvoller Lebensabend. Was kommt als nächstes? Die Pflicht zur Fortpflanzung, um weitere industrielle Einrichtungen bauen und Minen erschließen zu können? Wacht auf, Leute! Wer lässt sich schon freiwillig in Luft auflösen? Da hat er gar nicht so ein Recht diesmal, die Stimme der Wahrheit. Wir haben ja noch ein Telegramm. Ich weiß nicht, ob du meine Briefe bekommst, denn hier gibt es keine Post. Eigentlich gibt es hier gar nichts. Der Gedanke, mit der Eisenbahn in Richtung Norden zu reisen, ist nicht mehr sehr verlockend. Hier irgendwo im Nirgendwo lebt niemand. Wenn ich mich recht erinnere, ist heute dein Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum 65. Geburtstag, Papa. Es tut mir leid, dass ich unhöflich zu dir war. Ich kann dir keine Adresse geben, an die du mir schreiben kannst, denn hier gibt es weit und breit nichts außer Natur. Ja, unser Sohn sagt es, wir sind gerade mal 65, 20 Jahre jünger als angenommen. Ah, da sind gerade welche. Gehen jetzt alle zur Arbeit, das wäre super. Oder runter, das wäre auch super. Ich klopfe mal sicherheitshalber. Okay, wir schließen schnell auf. Wir müssen schnell DNS finden. Wir haben nur noch 69 Stunden. Das ist nicht viel in dem Spiel. Auch nichts. Hier nimmst du vielleicht. Huch. Pistole. Ist noch nicht verboten. Mal alles sammeln. Kommt er hier rein? Ich hoffe nicht. Ah, die nehmen wir mit. Okay, das haben wir schon mal. Ich hoffe, die Kinder spielen noch ein bisschen. Ja, die spielen noch. Ach, das haben wir schon durchsucht. Dann zum Sessel. So, nehmen. Dann haben wir die beiden abgeschlossen. Dann können wir hier wieder rausgehen. Lauf mal da raus. Gucken wir schnell hier, ob jemand da ist. Ich habe mit dem Kleinen schon mal gesprochen. Okay, klopfen wir schnell an. Dann gehen wir mal hier schnell rein. Schnell durchsuchen. Nehmen. Oh, diesmal klappt es besser. Das letzte Mal, als ich das angefangen habe, ich habe wirklich, glaube ich, nur 10 Minuten oder so gespielt, da
Da ging das nicht so schnell, sag ich euch. Da hatte ich auch das Problem, die kamen die ganze Zeit in das Haus rein, ne? Ich wurde die ganze Zeit entdeckt, was total nervig war. Aber jetzt kommen die, glaube ich, alle wieder, ne? Neue Anordnung der Regierung erhalten. Ha, nehmen. So. Schnell raus hier und dann gucken wir mal oben, wie es hier oben aussieht. Ach, Schimmer hat was. Tut mir leid, Schimmer, ich muss jetzt kurz hier Proben suchen. Oh, meine Nase. Ich bin ein bisschen erkältet bzw. krank. Einmal anklopfen. Mark Ranek, kommt der hoch oder geht er raus? Ach, der kommt hoch, ne? Kommt auch niemand? Kommt der jetzt hoch? Dann gehen wir jetzt rein, ne? Würde ich mal sagen. Die wollen alle was von mir. Ich kann gerade nicht. Ich muss gerade Spuren suchen. Tut mir ja echt leid. Spuren suchen. Ihr wisst schon, was ich meine. DNS-Proben suchen. Ich bin bei dem Spiel echt immer unter Stress, ne? Das sag ich euch. Okay. Oh nein, er kommt! Schnell raus! Nein! Wir wurden entdeckt. Wir gehen ja schon wieder. Was machen Sie hier? Entschuldigen und gehen. Tut mir leid, ich gehe ja schon. Gehen Sie sofort. Ja, machen wir. Dann können wir doch mal gucken, was der Schimmer von uns will. Wir sprechen mal kurz mit ihm. Wir brauchen aber nur noch von Rosa Ranek und von Georges de la Tour. Kriegen wir hin. Hallo! Klaus begrüßen. Hallo Klaus, wie geht es Ihnen? Gut, und selbst? Ich bin so froh, dass die Schimmers wieder da sind. Wir mussten in dem Stream leider die Schimmers ein bisschen mies behandeln. Das tut mir immer noch voll weh. Aber gut, jetzt sind sie wieder da. Sie haben ihr Comeback und ich bin glücklich darüber. Gerne würde ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren, Hector. Aber in Anbetracht der Neuigkeiten möchte ich Ihnen mein tiefstes Beileid aussprechen. Ich hätte Sie nie auf 85 geschätzt. Sie sehen viel jünger aus. Klaus, das Problem ist, dass ich nicht einmal 65 bin. 85 meinen die wahrscheinlich. Was? Aber wie konnte ich da falsch liegen? Sie lagen nicht falsch, Klaus. Das Ministerium liegt falsch. Also werden die ihre Einträge anpassen und sie haben noch eine Menge Zeit, bevor sie in das schreckliche Euthanasiezentrum müssen. Wer weiß, vielleicht gibt es da in ein paar Jahren schon, gibt es das in ein paar Jahren schon nicht mehr. Ich bin mir sicher, dass es sich hier nur um eine temporäre Maßnahme handelt. In unserer Welt ist nichts beständiger als temporäre Lösung. Das Ministerium für Fürsorge hat angerufen. Sie sagen, dass die Einträge korrekt sind. Und selbst wenn ihnen bewusst werden würde, dass sie einen Fehler begangen haben, gäbe es kein Eingeständnis. Denn der große Staat und der weise Anführer machen keine Mein Gott, Hector, tut mir leid. Keine Sorge, es ist mein Leben und mein Problem. Sie haben selbst genug um die Ohren. Wir können nur beten, dass jemand im Ministerium Kaffee über die Unterlagen schüttet, auf denen ihr Alter oder das ihrer Kinder festgehalten wurde. So, der hat doch was, ne? Fragen, was er möchte. Was möchten Sie? Ich würde Sie gerne um etwas bitten, wenn ich darf. Schießen Sie los. Slata wird bald 6 Jahre alt. Ich würde gerne eine Party für sie veranstalten. Seitdem sie das Feuerwerk am Tag der weltweiten Freude sah, hört sie nicht mehr auf, davon zu reden und will mehr sehen. Können Sie mir Feuerwerk besorgen? Ich werde sehen, was ich tun kann. So, erstmal kurz neue Anordnung angucken. Es ist illegal, jegliches Druckmaterial mit Nacktheit zu besitzen. Und Brüder sind die auch noch, ne? Der Staat. Aber da, guck mal, wenn Nacktheit da ist, wird die Fortpflanzung angeregt und dann gibt es neue Arbeiter. Mensch, die haben das noch nicht so ganz verstanden. Finden Sie Feuerwerk für Klaus Schimmer. Da haben wir Gott sei Dank mal keine Zeitbegrenzung. Ich will nicht sterben, nur noch 300 Stunden. So, dann gucken wir mal. Also die Ranek sind ja, glaube ich, gerade da. Ach, meine Katze wollte noch irgendwas, ne? Die ist jetzt da oben. Ja, Ranek ist da.
Mensch, ich habe schon so viel gefunden. Katze, wolltest du nicht was fressen? Oder so? Katze streiche. Komm her, Kätzchen, auch ich hatte einen harten Tag. Ich habe meinen Tag nicht auf der faulen Haut verbracht und den Stuhl zerkratzt. Offenbar warst du etwas beschäftigter als ich. Ja, ich weiß nicht, was er sagen wollte. Aber gut. Okay, wir müssen noch einmal bei den Raneks rein und einmal nochmal bei Georges de la Tour. Ich hoffe, er geht auch bald raus. Dann könnte ich nämlich kurz rein. Die gehen beide raus. Perfekt. Dann gehen wir jetzt schnell rein. Zu den Raneks müssen wir am nächsten Tag. Das alles zu durchsuchen wird ewig dauern. Dann kommen sie wieder hoch. Ich kenne das schon. Sie kommen nicht so schnell hoch. Ich brauche doch nur etwas. Gib mir deine Haare. Perfekt. Dann haben wir das schon abgeschlossen. Oh, neue Anordnung. Was gibt's diesmal? Der Besitz und das Spielen einer Balalaika ist verboten. Okay. Wir brauchen nur noch von Rosa, ne? Von Rosa Ranek. Oh, guck mal, die haben hier schon wieder einen Fehler drin. Das ist mir im Hauptspiel schon aufgefallen. Super viele grammatikalische Zahlendreher, Buchstabendreher etc. Also, das war schon echt traurig, muss ich ehrlich sagen. Irgendwie ist das diesmal voll entspannt. Das letzte Mal, als ich das hier angetestet habe, da war das voll stressig schon. Vielleicht habe ich da einfach den falschen Modus angeklickt. Na, Kater, was ist los? Achso, wir können mal. Haben wir. Nee, wir haben. Wir holen mal ein paar. Ah, hast du Feuerwerk, mein Guter? Können wir das ja erledigen, solange die Raneks noch da sind. Guten Tag. Nathan kennenlernen. Hallo, ich bin Hector Medina, der Verwalter dieses Apartments. Guten Tag, ich bin Nathan Kehler. Ich komme oft an Ihrem Haus vorbei, also werden wir uns in Zukunft öfter über den Weg laufen. Gehen Sie hier spazieren? Nein, ich arbeite. Ich verkaufe Waren und Informationen. Sie verkaufen Ware auf der Straße? Warum nicht? Frische Luft ist gesund. Ich mag diesen Ort. Als ich ein Kind war, haben wir in der Nähe gewohnt. Ich habe mitbekommen, wie sich Block 6 verändert hat. Früher war das eine luxuriöse Villa. Schade, dass es jetzt ein Mehrfamilienhaus ist. Sie sind ein eher sentimentaler Mensch, was? Manchmal, außer wenn es ums Geschäft geht. Wenn das Gebäude komplett auseinanderfällt, will ich es kaufen und daraus ein Bordell machen. Aha. Sie sollten Ihr Gesicht sehen. Ich mache nur Scherze. Ich möchte gerne meinen eigenen Laden eröffnen. Ich glaube nicht, dass das jemals passieren wird. Ich werde nicht zulassen, dass das Gebäude den Bach runtergeht. Nun, Sie kennen das Sprichwort. Vorschlag unterbreitet, vom weisen Führer beseitigt. Bei Ihrer finanziellen Situation ist es nur eine Frage der Zeit, bevor das Gebäude auseinanderfällt. Kann ich jetzt mit ihm handeln. Ich verkaufe einige nützliche Gegenstände. Feuerwerk kaufen. Können wir jetzt natürlich Schimmer noch nicht bringen. Wir müssen jetzt hier oben ein bisschen Wache stehen. Wir reden nochmal irgendwann mit den ganzen Leuten, das verspreche ich euch. Aber ich muss jetzt einmal kurz diese Quest abschließen, denn die läuft schneller aus, als man das denkt. Da baut er einfach eine nackte Frau. Seht ihr das? Da! Gucken wir uns mal an. Soll das seine Muse sein? Total cool! Ah, da kommen die Raneks. So, Kameras müsste ich ja auch mal aufbauen. Mark müsste noch drin sein. Mark ist nicht mehr drin. Klopfen.
Okay, ausschließen. Los geht's, ne? Würde ich sagen. So, da vorne waren wir ja schon überall. Dann gucken wir jetzt unterm Bett, im Bett. Wollknäuel. Okay, dann gucken wir im Schrank. Da! Nehmen! Haben wir sonst noch was Verbotenes? Sehr schön, dann haben wir alle Proben. Das ging jetzt viel schneller, als ich gedacht habe. Dann können wir die schon dem Kurier geben. Hi Hector. Ich warte darauf, dass Sie mir bringen, was ich brauche. DNS-Proben übergeben. Bin hier, um Ihnen die DNS-Proben zu geben. Sie sind sehr langsam, Hector. Sie wissen doch, dass unsere Arbeit nicht warten kann. Hey, ich war 40 Stunden vor der Ablauf der Zeit fertig. Tut mir leid, das wird nicht wieder vorkommen. Haben Sie die Proben dabei? Ja, nach Namen sortiert. Vielen Dank für Ihre Dienste. Passen Sie auf sich auf. So, dann gucken wir mal jetzt in den Dings. Vielleicht können wir jetzt ein bisschen mit unseren Bewohnern reden. Mörder fordert siebtes Opfer. Die Leiche von Geneve, Jasmin, wie spricht man das auf? Das ist ein ausländischer Name. Die prima Ballerina des Theaters des großen Anführers wurde letzte Nacht in Helma gefunden. Geneve war ein aufstrebender Star und auf Tour durch die Hauptstadt. Die Polizei hält Vermutungen über die Bedeutung der weißen Handschuhe, die an jeder Leiche gefunden wurde, zurück. Das erste Opfer des Verrückten war Mary Pickford. Die Sängerin wurde im April 1779 als vermisst gemeldet. Achso, wir spielen, glaube ich, im Jahre in den 80ern irgendwann. 1987 oder so. 84, ich glaube, um den Dreh. Hat ein bisschen was mit dem, glaube ich, mit dem Stasi-Staat der DDR zu tun. Also, oder in Anlehnung daran, die totale Überwachung. Finde ich cooles Thema. Als Spiel ist das super. Ist bloß, ich finde, die Stimmung hier in dem Spiel ist natürlich sehr, sehr erdrückend. Deswegen konnte ich das halt auch nicht jeden Tag streamen. Aber cooles Spiel. So, ist es nicht merkwürdig, dass ein Staat, in dem es nur so vor Polizei wimmelt, nicht in der Lage ist, den Verrückten innerhalb von mehreren Jahren zu fassen? Nach offiziellen Angaben gibt es 7 Opfer, aber das ist eine Lüge. Über 20 Frauen wurden ermordet, auch wenn sich die Todesursache unterscheidet. Sie alle trugen weiße Handschuhe. Die Polizei hält Fakten zurück, um eine Panik zu vermeiden. Wir werden weiterhin hinterfragen, warum der Verrückte noch nicht gefasst wurde. Ist er ein Angestellter des Ministeriums oder einfach nur schlau genug, um der Verhaftung 5 Jahre lang zu entkommen? Okay, wir sind im Jahre 84. So, was machen wir denn nun? Wir können mal ein bisschen mit Josh sprechen. Na, Katze? Welch ein Zufall, sie hier zu treffen. Ja, ich habe an ihrer Tür geklopft. Mensch, welch ein Zufall. Wir wohnen im gleichen Haus. Meine Güte. Okay, sorry. Hallo sagen. Hallo, George. Was macht die Arbeit? Wie können Sie das Arbeit nennen? Ich verschwende mein Leben mit diesem Gesülze. Meinen Sie wieder Propaganda? Ja, es ist nicht gerade das, wovon ich geträumt habe, als ich die Werke der großen Künstler studierte und meine Gabe weiterentwickelte und förderte. Langsam fange ich an, daran zu zweifeln, wirklich eine Gabe zu besitzen. Damals war ich mir sicher, etwas wahrlich Großes schaffen zu können. Und jetzt habe ich immer noch das Zeug dazu. Das weiß nur Maple-Mane. Ich bin mir sicher, dass diese Arbeit nur vorübergehend ist. Eines Tages werden Sie die Gelegenheit haben, Ihr Talent der Welt zu präsentieren, George. Während ich, Georges de la Tour, mich in Vorfreude nach dieser Zeit verzehre, kann mich jeder noch so kleinkarierte Gendarme im Nu dazu durch den Dreck ziehen. Die Unbeflecktheit der unbrünstigen Seele läuft Gefahr, durch die Ranken der skrupellosen Unzüchtigkeit erstickt zu werden. Ich fürchte, ich verstehe nicht mehr, worüber wir reden. So wie das Schicksal das Netz der menschlichen Geschichte spinnt, so spinnt zwei Menschen ihre Konversation, unwissend, wo diese hinführen wird. Der hat einen Knall, aber das haben alle Künstler. Über Kreativität reden. Wie sieht es mit Ihren kreativen Vorgängen aus?
Ich bin ein freiberuflicher Künstler. Meine zarte Natur wird im Käfig primitiver Begehren gefangen gehalten. Um etwas zu schaffen, muss ich essen. Aber um etwas zu essen, brauche ich Geld. Meine Kunst, mein Erbe. Ja, meine gesamte Existenz hängt am Faden dieser Unbedürfnisse. Das ist schon ein Mann, der nur mit dem Essen und Schlafen beschäftigt ist. Ein Tier und nicht mehr. Man sagt doch, dass ein Schöpfer hungrig sein muss, um ein gutes Werk zu vollbringen. Was wissen Sie schon darüber, Hector? Wenn ich doch nur mit leerem Magen malen könnte. Einige Künstler werden sehr berühmt, nachdem sie gestorben sind. Aber ich glaube nicht, dass ihre Zeit schon vorbei ist, George. Hä? War gerade nicht das falsche Bild? Egal. Hector, wenn ich mich nicht an die Anordnung der Regierung halte, werde ich entweder verhungern oder für meine verräterischen Ansichten ins Gefängnis gesteckt. Das Schiff der Kreativität ist gegen die Klippe des kräftezehrenden Alltags gestoßen und mein grummelnder Magen übertönt meine Gedanken über höhere Angelegenheiten. Wie belanglos. Wie unglaublich traurig. Bitte vergeben Sie meine hochtrabende Rede, mein Freund. Ich wollte Sie nicht runterziehen. Vielleicht sollte ich mich wieder daran machen, dieses Papier mit vulgären Sprüchen zu verschandeln. Über die Statue reden. Ich habe eine Statue in Ihrem Apartment gesehen. Sie dürfen mich beglückwünschen, Hector. Ich habe den Auftrag erhalten, eine Statue unseres weisen Anführers anzufertigen. Das ist eine große Sache. Wenn ich sie rechtzeitig fertigstelle, habe ich erst einmal eine Weile ausgesorgt. Ich werde mir um nichts mehr Sorgen machen müssen, egal ob Geld oder Essen. Endlich werde ich in der Lage sein, mich der Kunst zu widmen, anmutige zarte Formen und Kurven aus Marmor. Wird Marmor nicht von dem Ministerium ausgegeben, um Büsten und Statuen des weisen Anführers anzufertigen? Verdammt, das habe ich ganz vergessen. Es gibt da draußen so viele Büsten des Anführers. Sie sehen auch noch alle gleich aus, wie exakte Kopien. Meine Freiheit ist ein Schatten und schon lange bin ich der dumme Vasall eines arroganten Willens. Alabaster wird jedoch nicht kontrolliert, soweit ich weiß. Alabaster? Hector, Sie sind ein Genie. Vielleicht nicht so ein Genie wie ich, aber trotzdem ist das eine erquickende Idee. Ich werde Alabaster verwenden. Diese Proleten werden endlich verstehen, was wahre Kunst ist. Über die Frauenstatue reden. George, was machen Sie? Das habe ich Ihnen doch bereits gesagt, Hector. Ich erhielt die Anweisung, eine Statue unseres weisen Anführers zu fertigen. Das Ministerium wird mir dafür viel zahlen, dass ich einige Jahre sorglos leben kann. George, Sie meinen also unser weiser Anführer sei eine Frau? Sie wissen also alles? Oh mein Gott. Bitte, Hector, helfen Sie mir. Ich verende in meiner Liebe für die unvergessliche Jeanne. Wenn ich nicht schon so sterbe, werde ich exekutiert. Die Pfeile der Liebe sind weniger schmerzhaft als die Kälte, Bleikugeln. Sie wissen schon. Was wollen Sie von mir? Ich habe mich Hals über Kopf der Leidenschaft hingegeben. Blind und arglos eilt die Liebe voraus, nicht wissend, wohin sie führt. Wo sie hinführt. Ich bin nur ein Mann mit warmem Herz und einer offenen Seele. Wie jeder mit seinem schmutzigen Stiefeln unverfroren zu treten bereit ist, George. Ich verstehe schon, was Sie mir sagen wollen, aber bitte bleiben Sie beim Thema. Für mich zählt jeder Moment des Lebens. Das ist keine Redensart, sondern eine schreckliche Realität. Ich hatte die Statue unseres Anführers bereits fast fertiggestellt, als mich die Versuchung überkam und ich das Gesicht meiner Muse, die wunderschöne Jeanne, auf die Rückseite meißelte. Je stärker die Leidenschaft, desto trauriger ihr Ende. Wenn das Auswahlkomitee sie findet, werden sie mich erschießen. Das Dokument, welches die Konformitäten mit Regierungsstandards bescheinigt, ist diesem Monster wichtiger als ein Menschenleben. Selbst Statuen werden in Achtung von Regierungsstandards hergestellt. Hector, den Dolch ins Herz der Kreativität zu rammen, kommt den Ganzen ziemlich nah. Puh, das war jetzt ein langes Gespräch, das tut mir auch voll leid. Neue Anordnung. Das Lagern und Trinken von Fruchtsaft ist verboten. Okay, wo kriegen wir denn die Dokumente her? Auch von dem Hehler? Sprechen wir mal mit Mark Ranek. Und meine Katze will was von mir Hallo sagen. Guten Tag, Marc. Was soll daran schon gut sein? Es könnte besser sein. Mein Rheuma schlägt wieder aus. Wahrscheinlich wieder, ja, okay. Das liegt daran, dass sie im Keller wohnt. Die Feuchtigkeit und die Kälte sind ein Fluch für ihr Alter. Mein Alter? Ich bin jünger als sie. Echt? Laut meinen Dokumenten bin ich 20 Jahre jünger als sie.
Aber wie ist das möglich? Sie sehen viel älter aus. Wollten Sie das sagen? Als ehrenwerter Archivarbeiter kann ich Ihnen sagen, dass es keine Rolle mehr spielt, wie alt man aussieht. Es zählt nur, was in den Dokumenten steht. Und ich weiß nun wirklich, wie man die bearbeitet. Hehe, oh Gott, so viel gibt es. Ah, fragen wir mal ihn. Nach dem Regierungsstandardsformular fragen. Kann ich Sie um etwas bitten, Mark? Können Sie mir ein Regierungsstandardsformular besorgen? Ich benötige es für eine gute Tat. Was für eine gute Tat? Die Leute fragen nicht ohne Grund nach diesem Formular. Ich wette, jemand sitzt in der Klemme und will vom Haken gelassen werden. Ist es dieser sogenannte Künstler aus dem Apartment nebenan? Mark, ich brauche wirklich Ihre Hilfe. Diese Person wird für das Verschwenden von Staatsgeldern exekutiert werden. Ha, ich hatte recht. Dann hätte er kein Geld verschwenden sollen. Er ist für seine eigenen Taten verantwortlich. Damals hat man Dieben noch die Hände abgeschnitten und raus in die Kälte geprügelt. Warum so grausam? Damit der Dieb eine Erkältung bekommt und sich nicht die Nase putzen kann. Schlimme Strafe. Kann ich absolut verstehen. Bin mich selbst gerade voll erkältet und wenn ich mir nicht die Nase putzen dürfte, wäre das reine Folter für mich. Wie denn auch ohne Hände? Es war pure Folter. Die Diebe waren ständig erkältet. Jeder wusste, wer die Diebe waren, Menschen mit Erkältung. Ach. Das ist doch albern. Wäre das Abschneiden der Hände nicht Warnung genug gewesen? Sie sind ja langweilig, Hector. Es macht nicht einmal Spaß, Ihnen eine Geschichte zu erzählen. Okay, ich habe im Archiv ein altes Regierungsstandardformular gefunden. Niemand wird es vermissen. Bringen Sie mir eine Flasche Whisky und es gehört Ihnen. Okay, Katze! Wir finden bestimmt Whisky. Dosenfutter geben. Hast du Hunger, Fellknäuel? Hier ist dein Essen. Miau. Okay, Katze glücklich gestellt. Dann gucken wir mal, ob wir Whisky finden. Wenn nicht, warten wir auf den Hehler. Telefon hat nichts drin. Nein, ich will nicht... Ich will nicht die Katze streicheln. Auch kein Whisky. Haben wir überhaupt was in unserer Wohnung? Dosenfutter nehmen wir nochmal mit, falls unsere Katze nochmal Hunger bekommt. Ach, Fernseher haben wir ja schon durchsucht. Stuhl muss ich durchsuchen. Ach, Schimmer, wir haben noch was für ihn. Fällt mir gerade auf. Hallo. Feuerwerk übergeben. Bitte schön, seien Sie vorsichtig. Ich hoffe, die Qualität ist gut. Unglaublich, Sie haben Feuerwerk besorgt. Danke, Hector. Okay, die Kiddies sind glücklich. Ach, jetzt gucken wir alle und sind glücklich. Hallo. Hallo sagen. Hallo, Hector, was gibt es? Ich wollte nur Hallo sagen. Danke. Wissen Sie, ob es in der Stadt ein gutes Spielzeuggeschäft gibt? Markus' Geburtstag steht vor der Tür und im Gemischtwarenladen haben Sie nur Holzspielzeug. Er will unbedingt eine Rakete. Ich fürchte, wir haben hier keine Spielzeugläden. Oh, verstehe. Dann muss ich wohl in den Gemischtwarenladen und etwas anderes aussuchen. Man sagt, Holzspielzeuge seien sicher, Jakob. Sie werden aus ausschließlich natürlichen Materialien hergestellt und enthalten keine Allergene. Ausschließlich natürliche Materialien? Ja, sicher. Im letzten Winter ging einem Freund von mir die Kohle aus und ihm wurde kalt. Er musste anderes Brennmaterial finden, darunter auch Möbel. Trotz der Tränen seines Sohnes mussten sie auch sein Holzpferd verbrennen. Das Pferd brannte 8 Tage lang. Können Sie sich das vorstellen? 8 Tage anstatt nur einem? Das hört sich wie ein Weihnachtswunder an. Wie bitte? Als Chemiker kann ich Ihnen versichern, dass das eher nach einem teuflischen Mischung aus Paraffin klingt. Ich bezweifle, dass das gesund für die Kinder ist. Aber es klingt so, als könnte diese Holzpferde im Winter echt nützlich sein. Vielleicht haben sie recht. Sehr cool. Er ist Chemiker. Er hat mein Herz. Also im Hauptspiel war er auch Chemiker oder war er da arbeitslos? Das weiß ich gar nicht. Erstmal Konversation beenden. Die stehen hier alle so. Ach, guck mal, er zündet das Feuerwerk. Oh, ich will es sehen. Oh, voll schön. Nochmal. Oh, in grün.
Und weiß. Ja, bläulich, ne? Und rot. Und schon wieder grün. Voll schön. Das geht ganz schön lange, das Feuerwerk. Ich wünschte, unsere Raketen würden mal so viel sprühen. Ja, also wer in der Schule aufgepasst hat, der kann mir sagen, welche Alkali- oder Erd-Alkali-Metalle das waren. Schreibt sie mir in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Welche Farbe, welches Metall in welcher Farbe brennt. So. Ich bin nämlich auch ein kleiner Chemie-Nerd. So, mit George haben wir schon gesprochen. Mit Klaus müssen wir noch mal ein bisschen reden, ne? Nach dem Gebäude fragen. Mir ist bekannt, dass dieses Gebäude einst ihrer Familie gehörte. Wie war das? Es gehörte nicht einfach nur meiner Familie. Mein Urgroßvater und sein Sohn haben es gebaut. In seiner Blütezeit war es wunderschön. Ich erinnere mich noch an die Orangenbäume, die Obstgartenblüte? Die Obstgärten, ne? Blüten. Leider ist von der damaligen Schönheit nichts mehr übrig. Das Ministerium hat den Obstgarten schon vor langer Zeit zu betoniert. Aber schade. Ja, wäre ich auch traurig. Mit George will ich nicht schon wieder reden. Wir reden dann mit seiner Muse. Also, wir können gleich mal gucken, welche Berufe die alle haben. Finde ich voll interessant. Achso, mit ihr wollen wir reden. Hallo sagen. Erlauben Sie mich vorzustellen. Mein Name ist Hector Medina. Ich bin der Verwalter dieses Hauses. Mein Name ist Jean Earn. Kennen Sie George de la Tour? Ja, manchmal stehe ich Modell für ihn. Aus irgendeinem Grund glaubt er, ich sei seine Muse. Ja, Sie inspirieren ihn. Ich finde solche Komplimente merkwürdig. Ich bin es nicht gewohnt, derartige Dinge zu hören. Trotzdem bin ich froh, etwas Geld verdienen zu können und George ist ein echter Gentleman. Bisher hat er noch keine unerwünschten Annäherungsversuche unternommen oder mich um unzüchtige Dinge gebeten. Über ihr Leben reden. Erzählen Sie mir etwas über sich. Warum interessieren Sie sich für mich? Ach, Sie in Ruhe. Nein, wir überzeugen Sie. Ich soll alles über die Menschen wissen, die in meinem Haus leben. Das ist mein Job. Na gut, ich war einmal verheiratet, aber das hat nicht funktioniert. Warum? Ich war ein gutes Mädchen, eher ein böser Junge. Hals über Kopf habe ich mich verliebt. Wir waren das totale Klischee. Aber es war ganz anders als in den Filmen. Er weigerte sich, sich niederzulassen. All meine Versuche, ein familiäres Umfeld für uns zu schaffen, verärgerte ihn nur. Außerdem war mein Ex-Mann an illegalen Hahnkämpfen involviert und ich eine wohlerzogene Dame. Das ging gar nicht. Als wir geschieden waren, wurde mir klar, dass ich von meinem Mann finanziell abhängig bin. Deswegen arbeiten Sie als Model? Ja, ich muss meinen eigenen Lebensunterhalt verdienen. Alles halb so wild. George ist ein lieber Mann. Ich glaube, er ist verliebt in mich. Das tut mir leid für ihn. Es tut Ihnen leid? Ist das nicht schön, geliebt zu werden? Ja, aber nur, wenn es auf Gegenseitigkeit beruht. Wahre Worte. Ich werde nie wieder jemanden lieben können. Das würde ich nicht sagen. So schnell wird man das nicht sagen. Egal wie sehr man den anderen geliebt hat. Man soll sich seine Zeit nehmen, das verarbeiten und klar, ein Rest der Gefühle kann immer noch da bleiben, besonders wenn man lange zusammen war. Aber nie einen anderen lieben würde ich nicht sagen. Sag niemals nie. Armer George. Ja, wir brauchen Whisky. Whiskey in the jar. Es ist, ihr merkt schon, das ist ein sehr les- bzw. sabbellastiges Spiel. Aber das kann ich leider nun mal nicht so ändern. Ich muss mit dem jetzt reden. Es ist illegal, die positiven Aspekte des Lebens im Ausland zu diskutieren. Guten Tag, handeln. Hast du Whisky? Voll teuer.
Mark, ich habe Whisky. Oh, oh. Nein, nein. Die Flasche Whisky übergeben. Mark, ich bringe, worum Sie gebeten haben. Gute Entscheidung, Hector. Das Formular gehört Ihnen. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie sonst noch etwas brauchen. Gut, das Formular haben wir. Dann klopfen wir mal an. Nein, die haben das Kind überfahren. Oh, solche Schweine. Welches Kind haben sie überfahren? Das ist der Kleine von den Money Shakes. Oh, wie gemein. Geht sofort los. Ich muss hier einmal kurz in den... Ach, geht nicht. Welch ein Zufall, dass ich sie treffe. Für die da reden. Ich habe Ihnen ein abgestempeltes Formular mitgebracht. Schreiben Sie drauf, was Sie wollen. Das Komitee wird Ihre Statue akzeptieren. Hector, Sie sind mein Retter. Mein nächstes Bild werde ich in Ihrem Namen malen. Jetzt muss nur noch ein Kenner gefunden werden, der mein Meisterwerk wertschätzt. Kennen Sie Menschen mit gutem Geschmack für zeitgenössische Kunst? Im Ministerium vielleicht? Ich werde sehen, was ich tun kann. Ihre Statue ist wirklich einzigartig. Oh nein! Nein, das Kind des Schimmers ist tot. Stimmt, die kleine Tochter. Oh nein, ist das brutal. Hallo. Über den Unfall reden. Ich war bestürzt, als ich von dem Autounfall erfuhr, Klaus. Wie geht es Ihrer Tochter? Sie schwebt in Lebensgefahr, aber sie hat noch Überlebenschancen. Sie benötigt eine Knochenmarkspende. Momentan sammeln wir Geld für die Operation, aber was den Spender angeht... Oh nein. Wer möchte denn die Statue kaufen? Möchte denn eine Statue kaufen? Oh nein. Oh, die Folge ist vorbei. Ja, ich lasse das jetzt erstmal so. Geht ja schon wieder gut los hier. Ja, ich habe es jetzt ein bisschen angetestet. Ich weiß nicht, ob es noch eine zweite Folge geben wird. Also es ist halt weiterhin Beholder, finde ich. Es ist... Ich weiß nicht, was passiert, wenn die 284 Stunden noch abgelaufen sind. Ich glaube, ich werde es privat durchspielen. Aber das ist so der DLC. Es ist halt vom Spielprinzip komplett gleich. Nur ein bisschen andere Geschichten, andere Leute. Deswegen reicht mir so jetzt der Eindruck für YouTube. Sonst wird das wieder halt so ein Beholder-Let's Play. Und da ich das schon im Stream gespielt habe, reicht mir das so. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei dem Spiel. Obwohl Stimmung ja nicht so viel Spaß zulässt. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. So kann ich das nennen. Und wir sehen uns dann in einem anderen Projekt wieder. Bei den laufenden Projekten, also regelmäßigen Projekten. Oder in einem neuen Let's Test oder angezockt oder wie man das auch nennen möchte. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.